IC 2318 Duisburg Hauptbahnhof Bochum Hauptbahnhof, es ist 21:45 Uhr. Fahren Sie diesen Intercity von Duisburg nach Bochum. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Trains im World Radio, denn ich spiele das. Wir werden dieses kleine Ruhrpott-Szenario heute spielen mit mir zusammen. Ich bin denn ich spiele das und ich würde sagen, wir beginnen. Und zwar damit, dass wir natürlich unseren Zug aufrüsten. Das wären erstmal den Zug, den Fahrtrichtungswender einstecken. Zack, zack und dann zack. Und dann machen wir natürlich Zuglichter ein, Spitzensignale ein, das ist soweit ein, das ein, das ein, die AFB ein, AFB, AFB, AFB. diese dann auf 40. So, natürlich müssen wir noch die Spitzenlichter auf weiß stellen. Zack, 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 gut. Zack, wir das auch direkt machen. Dann sind wir eigentlich soweit. So, Fernlicht lassen wir mal an, würde ich sagen. Dann fahren wir unseren späten IC von Duisburg nach Bochum. Was ein geiles Bild, oder? European Year of Rail 2021. So, sollen die Türen verriegeln? Das tun wir. Schließvorgang eingeleitet. So, dann würde ich sagen, auf geht's. Lösen die Bremsen und schalten langsam auf. Befreien. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Nächste Station ist ein Hauptbahnhof. Ich glaube, beim Fahren ist immer das Führerstandslicht aus. Jedenfalls habe ich das so in Erinnerung. Ist das höchstens an. Also, wie es sein Bedienpult sehen kann. Aber das ganz große Führerstandslicht ist aus. So. Ein wunderschönes Repaint, muss man wirklich sagen. Wunderschön, wunderschön.
So. Gleich 110. Wir sollen in 9 Minuten in Essen sein. Das werden wir wohl schaffen. Schon mal runter auf 110. Stockduster um 21.50 Uhr. So, und gleich 160. In den Genuss der LCB werden wir natürlich nicht kommen. Das ist logisch. So, da fahren wir die 160 auch. Und Leute, es sind noch 14 Tage bis zu meiner nächsten Tour. Genau 14 Tage. Ich freue mich wie Bolle drauf. Nächste Woche Samstag gibt es die Auflösung in der Community. Da werdet ihr auch endlich wissen, wo es hingeht. Ich freue mich tierisch drauf, muss ich ehrlich sagen. Endlich wieder Bahnreisen. Das fehlt einem dann doch schon. So ein ehrlich sagen. So, 2 Kilometer noch, 2,5. Dann sind wir schon in Essen.
100. So, da kommt doch schon die Quittierpflicht. Na, ist zu viel. So wollte ich. So, da wären wir. Türfreigabe. 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 Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Ach, ich wollte hier nicht stehen bleiben. Es war keine Zwangse. Einfach nur ein bisschen zu stark gebremst. Genau. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Ach, Leute, 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 Leute. Mann, 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 Mann. Das ist ein Anfänger am Steuer, im Führerstand. Nicht ich. Aber 21:59 haben wir trotzdem geschafft. So. Ah, der RE2 ist als Folgezug eingetragen. Sehr, sehr schön. Kassel-Wilhelmshöhe, RE11. Wattenscheid, Bochum, Dortmund, Kassel. Folgezug RE6 nach Minden. So, so.
Was steht hier so? Die S1 über. Ach, Solingen über Essen West, Essen, Frohnhausen, Mülheim. Folgezug ist unter anderem dann noch die S3 nach Oberhausen. Schließvorgang eingeleitet. So, wir können abfahren. Nächste Station, Bochum. Zugbeeinflussung. Unser Wagen ist besprayt. Seht ihr das? Da war ein Sprayer am Werk. Das geht ja gar nicht. Das ist Sachbeschädigung. Na. Immer diese Sprayer. So, noch 13 Kilometer mit unserem Spät-IC. So, für uns wird es in 2 Wochen auch sehr, sehr spät. Da könnte es auch schon dunkel sein, zumindest bei der Rückfahrt. Und ich freue mich tierisch drauf. Allein die Hinfahrt ist schon mega geil und dann das Spotten da, es wird einfach eine Traumhaft. 2 Tage lang für euch werden wir da ordentlich Material sammeln. So wie ihr es verdient. Bitte
Werden es hoffentlich schöne 2 Tage mit bestem Wetter, hoffe ich. Ja, wie gesagt, in einer Woche gibt es die Auflösung, wohin es geht. Am 17.06.2023 und am 24.06.2023 ist Abfahrt. So, gleich 140. Dem V-Klaschen in Bochum. So, dann müsste auch gleich schon das nächste quittierpflichtige Signal kommen, wir runter auf 80 müssen. Kilometer 120 Kilometer vom Bahnhof, das erachte ich doch noch als etwas sehr schnell, um in den Bahnhof einzufahren. Bahnsteig 6 werden wir einfahren. Güterzug. So, irgendwie habe ich heute kein Händchen dafür. Ich weiß auch nicht. Keine Ahnung, was los ist. Ich glaube, so Tage hat man mal, wo einem irgendwie nichts gelingt.
Diesmal ficht mit der 500 Hertz Magnet aber nicht. Ja, stopp doch! Boah. So, das war die Fahrt mit unserem IC von Duisburg nach Bochum über Essen. Sehr schönes Repaint, muss man wirklich sagen. Schade nur, dass die Wagen nicht mit lackiert wurden. Das hätte dem Ganzen noch die Krone aufgesetzt. IC 2318 in Duisburg, Hauptbahnhof Essen, Hauptbahnhof Bochum, Hauptbahnhof. So, damit hätten wir dieses Ziel erfüllt. Das ist sehr schön. Das haben Gold erhalten, auch das ist toll. Aber ich habe was anderes vor. Ich will mal irgendwas gucken. Das klappt oder nicht. Ist natürlich erstmal hier aus dieser dazu, aus diesem Zug raus. Denn bitte achten Sie auf den Abstand zwischen Zug und Bahnsteigkante. Fährt dieser Zug über Essen? Das würde mich jetzt interessieren. Ja, Wattenscheid, Essen. Na, dann steigen wir doch mal ein. Wann hat der Abfahrt? Ach du Scheiße. Er hat Abfahrt um 22.20 Uhr. Der RE6 fährt über Wattenscheid, Essen, Mülheim, Köln, Bonn. Von dem man nehmen und damit nach Essen fahren. Ach, die Seite ist natürlich belegt. Dann müssen wir rückwärts fahren. So, dann warten wir mal. Noch einen kleinen Rundgang machen durch den Zug.
Da steht's, Köln-Bonn-Flughafen. IC fährt weiter, ihr seht's. Wohin auch immer, wahrscheinlich in die Abstellung. Da steht nämlich immer noch, bitte nicht einsteigen. So, der wird wahrscheinlich in die Abstellung fahren. So, ihr dürft einsteigen. Und mal so ein Tipp von mir. Der fährt auch ab. Und wir haben noch 3 Minuten. Bin nämlich gespannt, ob wir ob sich das auch ausblendet, wenn wir in Richtung einer Stadt fahren, die es sowieso schon gibt. Das würde mich jetzt mal interessieren. Ob wir trotzdem gleich ja, praktisch rausgeschmissen werden. Oder ob wir jetzt ganz gemütlich wieder zurück nach Essen fahren können. Das würde mich jetzt mal interessieren. So, 2 Minuten noch. So, 1,5 Minuten noch. Weiß ja nicht, worauf ihr wartet, ne? Aber ihr solltet einsteigen. Das ist immer so ein Tipp von mir. Eine Minute habt ihr noch. Gehen schon zu. So, 5 Sekunden. Sollten die Türen sich schließen. Das tun sie auch. Nein! Schließ doch die Tür. Meine Güte, was ist denn heute los? So, ich bin jetzt mal echt gespannt, ob wir jetzt bis Essen durchfahren können.
Was meint ihr, werden wir rausgeschmissen oder nicht? Oder können wir wirklich geschmeidig jetzt bis Essen hier als Passagier mitfahren? Wäre natürlich mega, wenn wir bis Essen fahren könnten, weil dann würde ich nämlich in mein Hotel gehen. Weil ich wohne in Essen. Beziehungsweise nicht, ich wohne nicht in Essen, aber ich habe da mein Hotelzimmer. Und da würde ich mich als Lokführer da auf jeden Fall jetzt schlafen legen. Aber dazu möchte ich gerne wissen, ob dieser Anschluss wirklich bis Essen fährt. Noch sieht's gut aus. Erste Station müsste ja Wattenscheid sein und dann Essen. Ist ja mega cool. Ich glaube, es funktioniert. Wattenscheid ist, glaube ich, jetzt auch nicht so weit weg von Bochum, ne? Soweit ich weiß. Ah, ich glaube, wir bremsen schon. Willkommen in Wattenscheid. So, wo ist jetzt hier der Ausstieg? Hier. Dieser Seite. So, das müsste jetzt Wattenscheid sein. Essen Hauptbahnhof ist jetzt nächstes, Mülheim, Duisburg, Köln, Bonn, Flughafen. Bitte achten Sie darauf, Ihre persönlichen Gegenstände nicht. 22.26 Uhr geht's weiter. Sitzt da oben. Folgezüge sind noch der RE11 und RE1. So. Jetzt im Moment weitergehen. Sag ich doch.
Nächste Station, Essen Hauptbahnhof. Ich hab das 49-Euro-Ticket, ist klar, ne? Ich zahl nichts. Außerdem bin ich Bahnmitarbeiter. So. Dann schauen wir mal. Ich vermute, dass wir so 35, 33 so in Essen sind. Sind jetzt keine großen Entfernungen. Können uns ja mal anschauen, die 143 schiebt. So, dann müssen wir auch gleich schon fast in Essen rein einfahren. Das Essen. Hat der gerade ein rotes Signal überfahren?
Auf jeden Fall werden wir langsamer. Das dürfte sich um Essen handeln hier. Wir sind in Essen. Damit sage ich, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Dieser RE6 fährt jetzt weiter nach Mülheim, Duisburg, Düsseldorf und Köln-Bonn Flughafen. Es war ein schönes, interessantes Szenario. Mal ein bisschen was anderes. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Passt auf euch auf. Habt ein schönes Wochenende. Ich sage hier aus Essen, Hauptbahnhof. Ciao, Servus und Tschüss, euer Dedenny Spieters. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, habt eine schöne Zeit. Ciao, Servus und Tschüss, euer Dedenny Spieters. Bye, bye.